Hallo, ich habe heute einen gesammelten Haul für euch und das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, aber ich habe jetzt doch ein paar interessante Sachen gekauft, aber von jedem nur so ein bisschen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal einen Sammelhaul, vielleicht interessiert euch das ja auch. Und ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Es sind ganz verschiedene Sachen. Es ist Modesachen, als auch Beauty-Sachen, als auch was Technisches. Und ja, ich fange jetzt einfach an und zeige euch die Sachen. Als allererstes habe ich bei Douglas bestellt und ja, ich bin jetzt eine Ewigkeit um einen MAC-Lippenstift rumgelaufen und ja, wir waren ja in Innsbruck und da habe ich mir gedacht, ich kaufe ihn mir jetzt beim Douglas, aber im Ilpark haben die keinen MAC im Douglas und dann konnte ich ihn mir da wieder nicht kaufen und dann habe ich wieder überlegt, ob ich mir ihn bestellen soll oder nicht und so ging es jetzt fast, glaube ich, einen ganzen Monat und jetzt habe ich mir gedacht, egal, 20 Euro ist viel, aber ich war super zufrieden mit meinem ersten MAC-Lippenstift und deswegen kaufe ich ihn mir jetzt einfach und ja, jetzt habe ich ihn mir bestellt und ja, so schaut er aus, ganz normal in der MAC-Verpackung und es ist die Nummer Plumful und ja, ich habe euch ja gesagt, dass ich auch ein bisschen nach dem perfekten Plumton suche und ich habe zwar schon so ein bisschen was gefunden, aber irgendwie nie was, was mir so gefallen hat wie mein Baby. Und ja, ich zeige ihn jetzt euch mal. Er ist in diesem Lustre Finish. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, Lustre Finish. Ja, so schaut er aus. Ganz normal wie diese MAC-Lippenstifte. Und ja, das ist so ein wunderschönes Plum-farbene. Und er schaut auch wieder auf dem Lippenstift ganz anders aus, als er auf den Lippen rauskommt. Und ich habe ihn das erste Mal gesehen bei der Jewelstorm. Und sie hatte den drauf und er stand ihr so unglaublich gut. Und dann habe ich ihn bei der Rebecca Flöter gesehen und so ging es und ich habe ewig überlegt und jetzt habe ich ihn mir einfach bestellt und ja, ich bin so froh, dass ich ihn mir bestellt habe und ja, so schaut er aus. Ich zeige euch das alles mal von nah, weil man das jetzt hier nicht ganz so gut erkennt und oh, ich liebe ihn, er ist wunderschön und ich bereue auf keinen Fall, dass ich ihn gekauft habe. Ja, MAC-Lippenstift kostet ganz normal 19 Euro, dann hatte ich aber einen Rabattcode und irgendwie haben diesmal bei mir die Rabattcodes nicht wirklich geklappt und dann habe ich habe ja normal immer diesen 5 Euro geschenkt, das hat irgendwie gar nicht geklappt, diesmal jetzt hatte ich aber einen mit 10% auf alles und da habe ich dann 1,90 Rabatt gekriegt, also hat er nur noch 17,10 Euro gekostet und ja, es ist okay. Es ist halt ein MAC-Lippenstift und ich liebe sie, sie halten echt lang und wie gesagt, so eine Farbe habe ich bei keinem in der Drogerie so richtig gefunden und ich bin so froh, dass ich ihn mir gekauft habe. Habe ich mir noch was mitbestellt und zwar wollte ich einen rostfarbenen, ganz dunklen Cranberry Ton, sowas, einen Lippenstift. Und da habe ich von NYX oder NYX so einen Jumbo Lip Pencil gesehen und da habe ich überlegt, ob ich so einen mal ausprobieren möchte und habe mir gedacht, gut, er kostet, ja, gerade mal 5 Euro mit den Rabattprozenten dann 5,45. Und ich habe mir gedacht, ich probiere den jetzt einfach mal aus und ja, so schaut er aus. Ich swatche ihn euch auch mal schnell. Ja, es ist der, es ist ein richtiger dunkler Cranberry Ton und er ist so geil. Ich habe ihn auf den Lippen gerade. Ich finde ihn richtig, richtig schön und aber irgendwie, also er ist sehr, sehr gut für mich aufzutragen. Fast besser als ein Lippenstift, weil ich gutes besser meine Lippen nachzeichnen kann. Aber ich finde, wenn man ihn aufträgt, riecht er sehr nach Plastik. Und das riecht man auch, wenn man dran riecht. Wahrscheinlich wegen der Plastikverpackung. Also er ist nicht so schön wie ein, er riecht nicht so gut wie ein MAC-Lippenstift oder was. Er riecht sehr plastikmäßig. Ich habe ihn jetzt heute zum ersten Mal drauf. Deswegen bin ich gespannt, wie lange er hält und so weiter. Für 5 Euro finde ich das echt okay. Und wie gesagt, er lässt sich super gut auftragen. Und die Farbe ist sehr, sehr schön, finde ich. So, das waren die zwei Sachen aus dem Douglas. Mehr habe ich diesmal bei Douglas nicht bestellt. Ich habe mich zurückgehalten. Und ja, dann mache ich mal weiter mit was Technischem. Und zwar habe ich mir diese tragbare Festplatte hier bestellt. Die ist von Toshiba und die gab es bei Otto im Angebot für 40 Euro. Und ich hatte noch einen 10-Euro-Gutschein und dann habe ich jetzt endlich mal zugeschlagen. Ich überlege auch schon lange, ob ich mir eine Festplatte kaufe, weil ich vor dem MacBook ja einen Rechner hatte. Und auf dem Rechner sind jetzt meine ganzen Fotos und ich habe wirklich Unmengen an Fotos, weil ich ja hobbymäßig fotografiere. Daher hat sich so viel angesammelt. Und jetzt habe ich einfach zugeschlagen für 30 Euro, 500 GB. Also normal kostet sie 40 Euro. Und ich kann sie euch mal ganz kurz zeigen. Sie ist wirklich sehr, sehr klein und schaut ganz süß aus. So schaut sie aus. Und ist auch mega leicht, wenn man sie mal mitnehmen will. Dann habe ich
vorgestern den Haul von der Kind of Rosie angeschaut und sie hat einen Schal in die Kamera gehalten und ich schwöre, nach so einem Schal suche ich schon ewig, nach dem perfekten Rosenmusterschal. Und als sie ihn hochgehalten hat, da musste ich ihn einfach haben und bin deswegen gestern extra in die Stadt gerannt, um ihn mir zu kaufen. Also, so schaut er aus. Ja, er ist auf jeden Fall in Rosenmuster. Hier, seht ihr das? Und ich finde, das ist das perfekte Rosenmuster für mich. Und ja, auf der anderen Seite ist er so kariert in dunkelrot-grau, so Tönen. Seht ihr das? Ja. Und ich finde ihn so schön. Oh mein Gott. Und er kostet 9,95 € und er ist echt, also es ist ein Riesentuch. Man muss nur allerdings wissen, wie man das am besten trägt, weil der ist ein bisschen schwierig. Der ist für zweimal umschlagen fast ein bisschen groß und man muss das dann irgendwie so zurechtzupfen, dass der gut ausschaut. Ja. Aber für dreimal umschlagen ist er dann zu eng, deswegen ist das so eine Sache. Und wenn man nicht will, dass das kariert ausschaut, muss man das halt einfach so ein bisschen zurechtzupfen. Aber ich liebe diesen Schal. Und von gegenüber von unserem H&M ist noch Müller. Und der hat das so, weil er neu aufgemacht hat, so Eröffnungsangebot. Und da habe ich mir jetzt endlich mal dieses B-Oil mitgenommen. Ich habe es schon jetzt auch schon ewig beobachtet und habe mir immer gedacht, naja, das ist schon ein bisschen teurer. Jetzt haben aber so viele davon geschwärmt und jetzt war es noch im Angebot statt 13 €, 9 €. Jetzt habe ich es mir mitgenommen, es sind 60 Milliliter. Und ich habe es mitgenommen, weil ich eine ganz, ganz hässliche Narbe habe. Und zwar hier so auf der Brust, also im Dekolleté-Bereich, weil ich ein Shore-Face-Piercing habe. Piercing hatte und ja, ich habe es mir mit dem Autogurt rausgerissen. Es war sehr, sehr schmerzhaft und die Narbe ist wirklich hässlich und ich traue mich schon gar nicht mehr, was mit weitem Ausschnitt anzuziehen, weil man sie einfach stark sieht. Ich möchte es jetzt nicht zeigen, weil es schaut einfach nicht schön aus, aber ich hoffe, dass sie irgendwas dagegen machen kann. Ich hoffe es wirklich, weil ich hasse diese Narbe und ich bereue es so sehr, dass ich dieses Piercing da gemacht habe. Ja, gut. Und dann habe ich mir noch mit eine Handcreme von Rebecca Bonbon, da habe ich mir auch schon das Parfüm mit und es schaut einfach so süß aus, dieses Design. Und aber die kleine Tube, also es sind 50 Milliliter, kostet 2,95 €, also ist schon eine teure Handcreme, ist die Geruchsrichtung Strawberry Cheesecake. Ich finde, es riecht gar nicht so gut, also wenn man jetzt so dran riecht, dann riecht die schon so wie Erdbeer und Erdbeerkuchen, aber wenn man sie ausschmiert, dann, naja, sie riecht halt schon stark parfümisiert. Aber die Verpackung hat es mir einfach angetan, weil sie schaut so aus wie meine Katze und ja, gut, musste ich halt haben. Die haben jetzt übrigens ganz viele Müller von Rebecca Bonbon, auch Nagellacke, Lidschattenpaletten, Lippenstifte, könnt ihr ja mal anschauen. Habe ich mir bei Amazon eine Brille bestellt. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mit meiner Freundin im Silpark im Claire's war und die dann nicht mit habe, obwohl ich sie eigentlich ganz cool fand im Nachhinein. Jetzt habe ich aber die gleiche auf Amazon gefunden, nur in Leo-Muster. So schaut sie aus und irgendwie finde ich sie ganz cool. Sie ist zwar schon ein bisschen extravagant, sie ist halt, hat halt große Gläser, aber ich finde, dass sie mir jetzt eigentlich ganz gut steht. Spiegelt nur so wegen dem Licht. Und deswegen musste ich mir sie kaufen. Sie hat bei Amazon auch nur 5 € gekostet. Plus 2,10 € Versand, also 7 € für die Brille ist schon okay. Und ich finde sie so als Accessoire mal irgendwie nicht schlecht. Es ist zwar voll bescheuert, dass man sich eine Brille kauft, wenn man nicht mal eine braucht. Deswegen, sie hat Kunststoffgläser und ja, irgendwie finde ich sie ganz cool. Ja. Als letztes habe ich noch bei H&M online bestellt. Das kam auch gestern. Ja, hier ist es. Und als erstes habe ich mir solche Earcuffs bestellt. So heißen die. Ich hole sie mal raus, weil die Folie spiegelt mal wieder so stark. So, so schauen die aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Und die kann man sich so ans Ohr machen. Und ja, ich habe das hier dran. Seht ihr das? Und ich finde, es schaut ganz cool aus, weil wenn man hier kein Ohrloch hat, ja, schaut es einfach ganz cool aus. Sind auch wie diese, wo normal diese Ketten dran haben zum Ohrring, zum Klemmen. Und die kann man auch, egal wo, halt am Ohr hinklemmen. Ich glaube, ich lasse es jetzt mal hier, weil es schaut irgendwie ganz cool aus. Der hat mir super gut gefallen und das sind 8 Stück in Silber und Gold. Kosten 4 €. Ich habe aber auch hier wieder 10% Rabattgutschein eingelöst. Dann kosten sie 3,55 €. So, und eigentlich bestellt habe ich bei H&M, weil ich eine neue Jeans gebraucht habe. Meine Leggings ist kaputt gegangen. Ich bin damit an einem Nagel hängen geblieben. Und ich wollte wieder so eine graue Jeggings und habe sie mir diesmal aber ein klein wenig heller bestellt. Zeige es euch ganz kurz. Also das ist so,
halt eine enge Jeans, aber in so, ja, die heißt Jeggings, aber es ist eigentlich schon festerer Stoff. Ja, in so einem Hellgrau, so schaut sie aus und ist unten so eng geschnitten am Fuß. Und ja, das Grau fand ich eigentlich ganz hübsch und sie hat hier noch so schwarzes Leder aufgenäht, das sah irgendwie ganz schön aus. Ja, und dann habe ich noch zwei Pullis mitbestellt und das war's dann auch schon. Einmal diesen wunderschönen hier und ich bin so froh, dass ich ihn mir bestellt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das so genau sehen könnt. So schaut er aus. Und er hat so Lederimitat an den Schultern mit Chanel-Musteroptik. Und oh mein Gott, ich habe mich so sehr verliebt in diesen Pulli. Er ist allerdings länger und ziemlich groß. Also er sitzt sehr, sehr locker. Ich habe ihn jetzt mal in 2XL genommen. So, jetzt hat mein Handy geklingelt. Sorry. Also, ja. Den habe ich mir etwas größer gekauft, weil ich wollte ihn, dass er so locker sitzt und ein bisschen über den Po geht. Und er passt optimal und ich finde ihn so schön. Also es ist echt jetzt, glaube ich, schon mein Lieblingspulli. Ja, und der kostet 29,94 auch wieder, also mit Rabatt 26,95. Und der letzte Pulli ist etwas dickerer Strickpulli. Er schaut so aus und hat diesen, ich glaube, es ist ein Adler, vorne drauf in silbernen Nieten. Es schaut ein bisschen gold aus, ja. Silberne Nieten und er ist so high-low, seht ihr das? Und ist so, ja, etwas dickerer, aber jetzt nicht so richtiger Wollstoff, sondern einfach nur ein bisschen dickerer Sweatpulli. Und ich fand ihn so hübsch mit diesem Adler vorne drauf. Und ich habe eigentlich fast gar nichts in Blau, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt mal was in Blau. Und ja, er kostet genauso viel wie der andere, auch 29,94 mit Rabatt 26,95. Und ja, ist auch so ein sehr, sehr schöner Pulli und auch der sitzt wunderbar. Ich glaube, das war alles. Das war mein Sammelhaul. Ich hoffe, hat euch gefallen. Das ist jetzt mal ein bisschen was anderes außer Primark und DM. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!